Die Schule der Zukunft. Das ist so eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ricardo, wie stellst du dir die Schule in der Zukunft vor? Und ich kann jetzt im Herbst 2020 zum Glück sagen, ich stelle es mir nicht so vor, sondern es gibt schon Schulen, die so gegründet werden oder zumindest in Teilschritten so gegründet werden. Das ist das, was ich in den Vorträgen oft erzählt habe, also eine Stunde bis zwei Unterricht am Tag und die restliche Zeit nur die Dinge, die man machen möchte. Das klingt jetzt natürlich für jemanden, der vollkommen neu ist und sich noch nicht beschäftigt hat mit mir oder mit den Lernmethodiken, utopisch, ja? Aber bleib dran, hör genau rein. Ich möchte es ein bisschen genauer erklären, was mich überhaupt dazu bewegt hat. Und zwar der erste Schritt, wo ich mir gedacht habe, okay, wie baut man eine perfekte Schule? Das war oft die Grundfrage, die ich mir gestellt habe, auch bei den vielen Vorträgen. Ich war ja in weit über 100 Schulen unterwegs und habe mit so vielen gesprochen. Und dann denke ich mir, ja, da gibt es in dem Buch gute Ansätze, hier gibt es in dem Land gute Ansätze, hier fragst du einen Professor, hier einen Gelehrten, hier einen, der sich viel damit beschäftigt hat. Aber ich bin auf kein wirklich zufriedenstellendes Ergebnis gekommen. Und mein Grundgedanke war dann auf einmal ein anderer. Ich habe mir gedacht, okay, um wen geht es denn eigentlich in der Schule? Es geht um die jungen Menschen, um die Kinder. Und ich habe angefangen, die zu befragen. Speziell die so im Alter 12, 13, 14, wo die Pubertät beginnt, wo es ein bisschen schwierig wird, wo sie sich oft entscheiden müssen, ja, gehe ich überhaupt weiter in die Schule, gehe ich arbeiten oder nicht? Und mit denen habe ich gesprochen. Denen habe ich oftmals einfach so ein paar Techniken gezeigt und dann gefragt, stellt euch vor, ich bin Bildungsminister und Gott in einer Person, ich kann Schnipp machen und morgen ist alles anders. Wie wünscht ihr euch die Schule? Und da habe ich interessante Antworten gekriegt. Natürlich waren einige dabei, die gesagt haben, ja, nie wieder Hausaufgaben, brennt die Schule nieder und macht das gar nicht wieder auf. Aber mich interessiert immer, was sagen 9 von 10? Und 9 von 10 haben zwei Dinge, die haben sich wirklich rauskristallisiert. Das erste war, wir wollen mit Spaß lernen. Wir wollen Freude daran haben, was ja jeder Mensch eigentlich möchte. Und ich habe ja, glaube ich, ganz gut bewiesen, dass das geht, selbst mit langweiligen Dingen wie Vokabeln oder Formeln. Und das zweite, was die wollten, ist, die haben gesagt, du, wir wollen etwas lernen, bei dem wir wissen, dass wir es später fürs Leben brauchen können. Es hat sich noch nie ein Schüler bei mir beschwert, dass er lesen und schreiben oder das Einmaleins lernen musste. Aber dann irgendein Feldherr, der 928 vor Christus irgendwo umgefallen ist, der hat bis jetzt noch niemanden interessiert. Und irgendwelche komischen Formeln oder so, die niemand mehr braucht, naja, wie soll man sich darauf motivieren? Ist halt schwierig, aber das waren die zwei Dinge. Und von da an habe ich mal gesagt, okay, wie kriegt man auf Basis von, es muss Spaß machen und man lernt die Dinge, die man später im Leben braucht, auf das war die Basis, wo ich gesagt habe, okay, ich fange an zum Überlegen. Und das ist auf zwei Schritten möchte ich das aufteilen. Das eine ist, wir haben noch unser derzeitiges Schulsystem, auf das möchte ich gar nicht groß eingehen, weil die meisten, die sich damit beschäftigt haben oder alternative Schulsysteme sich mal angeschaut haben, die wissen, wo wir stehen. Und die zweite Option dann ist, was ist, wenn wir wirklich vollkommen frei entscheiden könnten, wie wir Schulen kreieren, wie wir das Lernen und die Schule der Zukunft gestalten können. Aber schauen wir uns mal den ersten Teil an. Und zwar schaut das meiner Meinung nach dann so aus, wir haben eine Stunde Unterricht am Tag. Das klingt jetzt für manche utopisch, aber wer meine Vorträge kennt, wer sich dazu einiges angeschaut hat, der weiß, okay, das ist definitiv möglich. Und ich habe mit zehntausenden Schülern probieren können, wie lange brauchen die fürs Einmaleins? Wie lange brauchen die für eine Rechtschreibregel? Wie lange brauchen die sich, um sich eine gewisse Anzahl an Vokabeln oder Bundesländer oder sonstiges zu merken? Und da bin ich eben auf so knapp eine Stunde gekommen. Wenn sie dann einmal 12, 13, 14 werden, dann können es auch mal 2 Stunden am Tag werden. Wobei diese 1 bis 2 Stunden auch nichts mit dem normalen Hinsetzen und Hör zu tun haben. Aber das sind doch die, wo wir den Lernstoff durchgehen. Weil wir haben es ja zumindest in Österreich auch so, wir haben Bildungspflicht und keine Schulpflicht zum Glück. Das heißt, so wie es bei meinen Eltern auch war mit mir, solange ich die Prüfungen bestehe, ist alles gut. Das heißt, ich lehne mich noch an das System an. Das ist der Schritt 1. Und 1 bis 2 Stunden, Volksschule reicht locker 1 Stunde am Tag, haben natürlich dann viele Eltern sofort gesagt, boah, 1 Stunde, wir arbeiten beide, wie stellst du dir das vor, Ricardo? Weil du kannst das Kind ja nicht nach 1 Stunde wieder heimschicken, das kriegen wir nicht unter. Und dann habe ich gedacht, ja natürlich, ist richtig, aber jetzt habe ich ja viel Zeit mit den Kindern. Zeit, die ich richtig sinnvoll nutzen kann. Das heißt, jetzt will ich das Kind hier behalten bis 12, 13, 14, 15 Uhr. Und jetzt gibt es neben diesem normalen Unterricht, so wie ich ihn jetzt nenne, ja 3 richtige Hauptfächer. Das erste
beinhaltet hauptsächlich die Fächer, die seit Jahrzehnten immer gestrichen werden in den Schulen. Das sind aber blöderweise die drei Fächer, die das Hirn am effizientesten und am besten entwickeln. Das ist Sport, Musik und Kunst oder Zeichnen oder kreatives Gestalten oder wie auch immer man das nennt in einer Region. Darum geht es. Das heißt, das erste Fach nenne ich Körper. Ob der jetzt sagt, okay, ich will viel Sport machen und singen auch, aber malen geht mir am Nerv oder genau umgekehrt, das ist vollkommen egal. Weil ich habe zum Beispiel Sport geliebt und ich habe auch... So, kleine Unterbrechung, es wäre ins Bild hineingegangen, der Spaziergänger. Und zwar... Folgendes. Also, wie gesagt, wenn ein Kind sagt, ich will gern Sport machen, ich will gern zeichnen, aber Musik geht mir am Nerv, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich habe noch kein kleines Kind kennengelernt, das gesagt hat, ich will nichts von all diesen Dingen. Ich will mich weder bewegen, noch will ich musizieren, noch will ich zeichnen, noch will ich sonst irgendwas. Kenne ich halt nicht. Das heißt, es geht um den Körper. Die lernen auch natürlich, was esse ich, was führe ich zu mir, wie funktioniert so ein Muskel, was mache ich, wenn es mal weh tut, wie gehe ich mit meinem Körper einfach um, den haben wir doch ein Leben lang. Das war einer der ersten Dinge, die mein Papa mir als kleines Kind beigebracht hat. Er hat immer gesagt, Bub, du musst doch mal lernen, wie funktioniert dieses Ding hier, bevor du da draußen die Dinge verstehst. Weil wenn der mal nicht mehr funktioniert, dann macht es da draußen sowieso keinen Spaß mehr. Also, erstes Fach, alles rund um den Körper. Da könnte ich jetzt Ewigkeiten rund um und um reden, aber da geht es um viel Bewegung, da geht es um Musik, da geht es um Sport, um Zeichnen, um rausgehen in die Natur, kennenlernen, wie man mit Bäumen, mit Pflanzen und Co. umgeht. Das zweite Fach zum Körper gehört das Ding da hier oben zwischen den Ohren. Und da geht es darum, wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit anderen um? Diese ganzen zwischenmenschlichen Thematiken. Jetzt gibt es verschiedene Menschentypen. Jetzt muss ich mit dem einen ein bisschen freundlicher sprechen. Mit dem kann ich ruhig ein bisschen, ich sage mal, ruppiger sprechen. Der braucht das anscheinend. Das heißt, wie gehe ich mit verschiedenen Menschentypen um? Wie gehe ich vor allem mit mir und meinen eigenen Emotionen um, wenn es mir mal gut geht oder nicht gut geht? Atemtechniken, Meditation. Dann gibt es noch so viel aus dem Mentalbereich, was man da einbauen kann. Es gibt ja so viele tolle Möglichkeiten dabei. So, jetzt hat das Kind gelernt, lernen. Das ist ja im normalen Unterricht. Also wie lerne ich etwas? Wie merke ich mir etwas? Er kann hoffentlich mit seinem Körper halbwegs umgehen und er kann mit seinem Geist und anderen Menschen umgehen. Und jetzt fehlt noch das dritte Fach. Das wäre Vorbereitung aufs Leben. Das gliedert sich in zwei Parts. Das eine ist, was brauche ich, ich sage mal, zu 99% im Leben? Reifen wechseln, eine Steuererklärung ausfüllen, eine Kleinigkeit kochen können, ein Bankkonto anlegen, wie funktioniert überhaupt Zinsen und Geldsystem, eine Kleinigkeit reparieren zu Hause, einen Mietvertrag ausfüllen. Das sind alles so Dinge, die erzählt einem meistens niemand. Das ist der erste Teil, also was kommt ziemlich sicher auf mich zu. Und das andere ist, was möchte ich im Leben? Weil jetzt muss man sich oft mit 14 entscheiden und sagen, ja, ich werde dies oder ich werde jenes. Meistens so nach dem Betrieb, wenn die Eltern einen haben oder was man in der Umgebung sieht, ja, der ist Elektriker, das schaue ich mir halt einmal an, mach das. Und oft sitzt man dann aber ein Leben lang in diesem Job fest und kommt nicht mehr raus. Und hat aber nie probieren dürfen, was einem wirklich liegt. Und ich habe mit vielen Unternehmern in meiner Umgebung schon gesprochen und gesagt, wärt ihr bereit, ab und zu mal so Kinder in eurem Betrieb zu lassen oder ein Kind? Und die haben eigentlich fast alle gesagt, ja klar, kein Problem, würden wir mitmachen. Und jetzt ist die Idee dahinter folgende, dass er jetzt sagt, der kleine Fritzi mit 8 Jahren, du, hey Maler, finde ich mal cool, schauen wir uns den nächsten Malerbetrieb mal an, schicken den dorthin und schauen wir mal, dass der 1-2 Tage dort mitmachen kann. Und dann kommt er drauf, ah, da werde ich den ganzen Tag dreckig, ich wäre vielleicht lieber Anwalt. Und der Anwalt, also der andere, der mit 12 Jahren in die Anwaltskanzlei geht, weil er sagt, das ist ein Traumjob, kommt dann drauf, hey, den ganzen Tag Akten schlichten und so viele Paragraphen zu können, das geht mir am Nerv, ich werde Tischler. Aber auf einmal können die ausprobieren. Und das ist schon mal eine ganz andere Basis, meiner Meinung nach, für spätere Leben. Also, es geht um den Körper, es geht um den Geist und Vorbereitung aufs Leben. Das sind in meinen Augen die drei Hauptfächer. Da gibt es dann noch viel Platz für alles Alternative, was man da sonst noch brauchen könnte im Leben, je nach Umgebung, je nach Örtlichkeit, je nachdem, was die Kinder sich auch wünschen. Aber das ist einmal das grobe Konzept von der Schule der Zukunft. Da braucht es natürlich eine ganz andere Lehrerausbildung, da braucht es eine ganz andere Mentalität, da braucht es eine andere Vorbereitung dazu, aber da ist viel schon passiert in die Richtung. So, das ist einmal der erste Teil davon. Was ist, wenn du sagst, okay, in meiner Gegend gibt es so eine Schule nicht, ich habe keine Möglichkeit, so eine zu gründen und ich bin jetzt im normalen Schulbetrieb, ich stecke da drinnen fest. Dann kann ich dir nur empfehlen, schau dir, wie gesagt, meinen Vortrag einmal genauer an.
fang an, mit diesen ganzen Lerntechniken zu arbeiten. Egal, ob du jetzt Elternteil bist oder Schüler, der jetzt sich das anschaut, fang an, mit diesen Dingen zu arbeiten. Und wenn du Elternteil bist, dann versuch dein Kind besser auf das Ganze vorzubereiten. Das heißt, wenn der weiß, okay, ich bin ein absolutes Genie im Zahlenmerken, im Vokabelmerken habe ich überhaupt kein Problem. Und hier und dort und da und hier spielt er sich überall. Dann ist der schon mal ganz anders vorbereitet. Das Wichtigste, was wir kriegen müssen von den Kindern, ist die Angst. Um Gottes Willen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht lernen, ich kriege das nicht hin, ich merke mir das nicht. Das ist das Schlimmste, was denen passieren kann. Das heißt, wir müssen die Angst wegkriegen. Und mittels dieser Techniken kann man schon sehr, sehr viel machen. Auch wenn man jetzt sagt, okay, ich bin mitten in Deutschland, ich habe keine Möglichkeit für eine alternative Schule, so eine kann ich auch noch nicht bauen und es ist mit dem Rechtsstaat bei uns noch nicht konform. Dann fang an mit Techniken und anderen Möglichkeiten, dir oder deinem Kind zu helfen. Das ist schon mal ein riesen Zwischenschritt, bis dann solche Schulen hoffentlich irgendwann mal überall sind. So, das ist der erste Teil zum Thema Schule. Zweiter Teil. Das ist dann, wenn man sagt, okay, es gibt schon viele von diesen Schulen, es ist ein Umdenkprozess, der schon stattgefunden hat und wir können uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, was wäre optimal für die Kinder. Und jetzt habe ich ja diese Thematiken schon gehabt, okay, ja, sie wollen mit Spaß lernen, sie wollen etwas lernen, was sie später brauchen. Und dann habe ich noch einen Gedankengang da weitergesponnen und zwar war die Thematik die Schule ist meiner Meinung nach ein totes System. Alles, was lebt, was lebendig ist, Mensch, Tier, Pflanze, möchte sich entwickeln, möchte besser werden, größer werden, schöner werden, stärker werden, was auch immer. Und das geht halt in der Schule nicht so wirklich. Deswegen sind die meisten dann auch mit so einem Gesicht, wenn sie dann rausgehen oder angefressen aufs Thema Lernen und nicht mehr so wissbegierig. Weil ein totes System kann meiner Meinung nach nichts Lebendiges, Erfreuliches nach außen bringen. Weil die Schule entwickelt sich nicht dauernd weiter und versucht nicht dauernd zu wachsen und besser zu werden. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, wie kriegt man das hin? Weil ich werde nie in der Lage sein, glaube ich, ein Schulsystem zu präsentieren, das ideal ist, das perfekt ist. Das gibt es, glaube ich, so gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, okay, wie kriegt man eine Basis hin, auf der die Schule immer mehr in diese Richtung von Perfektion wachsen kann? Und da war der folgende Gedanke dahinter. Man muss eine lebendige Schule kreieren. Ich glaube, sie wird auch gar nicht mehr Schule heißen in Zukunft, aber jetzt einfach, dass man es versteht. Eine Lebensschule, wenn du so möchtest. Und zwar ist die Basis folgende. Wie schaffe ich es, die Schule so hinzubekommen, dass sie jedes Jahr besser wird, an sich selber wächst und immer schöner wird? Und zwar immer, das ist ganz, 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 ganz wichtig, immer im Sinne der Kinder. Nicht für den Staatshaushalt, nicht im Sinne von Geld, nicht im Sinne von für sonst irgendjemanden, sondern rein für die Kinder. Und ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Stell dir mal vor, einmal im Halbjahr oder einmal im Jahr nimmt man sich 2 Wochen raus. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, wir machen es nur einmal im Jahr, wir nehmen uns den ganzen Juni raus aus dem Schulsystem. Und zwar, der Juni ist ein Projektmonat, so wie es dann eh auch oft meistens ist, weil da ist schon Notenschluss und da gibt es dann eh nur noch Sommerkurse oder sonstiges. Da passiert ja eh nicht mehr viel. Jetzt machen wir das ein bisschen anders und zwar so, wir stellen den ersten 1-2 Tagen einmal allen Schülern die Frage, was hat euch gefallen, was ist euch am Nerv gegangen in diesem Jahr und was wünscht ihr euch anders? So, alles, was kollektiv allen Schülern am Nerv geht, wird ersatzlos gestrichen. Und glaubt mir, das werden nicht die wichtigen Dinge sein. Die Gesamtzahl der Schüler wird nie sagen, wir wollen nicht lesen lernen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und auch aus der Praxis habe ich das nicht erlebt. Aber alles, was den Schülern nur am Nerv geht, muss raus. Warum? Was du nicht gut machst, was du nicht freiwillig machst, das machst du auf Dauer eh nicht gut. Und wir müssen aus diesem Prozess mit Zuhören, reinpauken, dann rauskotzen auf das Heft oder auf den Test und dann wieder vergessen, also lernen, vergessen, aus diesem System müssen wir raus. Und was du nicht freiwillig machst, das machst du so oder so nicht gut. Und warum sollen wir jemanden dazu zwingen, dass er sich etwas lernt, was er eh wieder vergisst? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der ist nur angefressen, der Lehrer ist angefressen, es ist viel Lebenszeit vergangen. Und der mag vielleicht später nicht mehr lernen. Das bringt überhaupt nichts. Das heißt, was hat ihnen gefallen, was hat ihnen nicht gefallen, was wünschen sie sich anders? Und was kollektiv jemandem nicht gefällt oder einer Schule nicht gefällt, kommt raus. Und wie gesagt, macht euch keine Sorgen, dass das die lebenswichtigen Dinge sind. Die wollen die Menschen, auch die jungen Schüler wollen die wichtigen Dinge. So, das war mal der Grundgedanke. Und der zweite Teil von diesem Projektmonat schaut dann so aus.
Wir setzen die Schüler zusammen und sagen, pass auf, ihr seid jetzt dritte Klasse, wenn es Klassen dann noch so gibt. Und nächstes Jahr, schaut mal, da sind die Zweitklässler, die kommen nächstes Jahr in eure Haut. Die müssen diese Geschichten, diese Dinge, die ihr dieses Jahr erlebt habt, auch machen. Was können wir machen, dass es denen noch viel, 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 viel besser geht und mehr Freude bereitet? Das ist die Grundaufgabe für die nächsten 3 Wochen. Und das Schöne ist, die meisten Menschen wollen für andere gerne etwas tun, aber für sich oft nicht. Ich zum Beispiel, ich koche nicht gern für mich, aber wenn ich das für jemanden anderen machen muss, mache ich das gerne. Und in vielen anderen Bereichen auch. Der Mensch ist ja irrsinnig hilfsbereit und speziell auch Kinder sind das. Das heißt, die haben die Aufgabe, boah, da haben wir mit dieser Geschichte das und das gelernt, wie machen wir die für die nächste Klasse noch viel cooler? Und da haben wir den Ausflug gemacht, hey, was werden noch besser als das? Also wie optimieren wir das? Und das sollen die Schüler selbstständig erarbeiten. Erstens einmal ist das gut im Sinne von Selbstverantwortung übernehmen. Und am Ende von diesen Wochen sollen die das den jüngeren Schülern auch gleich präsentieren, dass sie erstens einmal präsentieren lernen und zweitens einmal auch gleich merken, okay, taugt es den Jüngeren? Also so gesehen, Schüler für Schüler. Und die Lehrer haben die Aufgabe, das Ganze mitzudokumentieren. Was ist das Ergebnis? Was ist rausgekommen dabei? Was wollen Sie anders haben? Was können wir verbessern? Das wird auf einer Online-Plattform für das gesamte Land, Bundesgebiet oder wie auch immer man das einteilen möchte, gesammelt. Und über den Sommer dürfen dann die Lehrer, die Schüler, die Eltern und die Kinder alle miteinander abstimmen unter all diesen Projekten. Was sind die coolsten? Was wäre bei uns an der Schule super möglich? Und was setzen wir fürs nächste Jahr und für die nächsten Jahre wieder um? Und das ist einer von diesen Prozessen, wo man gewährleisten kann, dass die Schule jedes Jahr immer im Sinne der Kinder besser wird und an sich selber wächst. Da wird es natürlich auch anderen Unterricht geben, wenn wir uns nicht mehr an die normalen, ich sag mal, Regeln da draußen halten müssen. Und ich habe da schon ein paar Experimente gemacht und man kann Kindern so in der Natur mittels einer Tomatenpflanze Mathematik beibringen und Rechtschreibregeln beibringen und Lesen beibringen. Und selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich bin irgendwo im ersten Bezirk in einer Großstadt und ich habe keinen Hof, ich habe keine Wiese da draußen, ich habe keine Möglichkeit ins Grüne zu gehen, um mir eine Tomatenpflanze anzusetzen, dann basteln wir gemeinsam einen Topf und jeder bekommt dort eine. Da geht es um Verantwortung für etwas zu übernehmen, für ein Lebewesen, auch für eine Pflanze zu übernehmen. Und dann darf sich jedes Kind zum Beispiel aussuchen, okay, was ist deine Lieblingspflanze? Und wir versuchen, die anzupflanzen. Und dann muss ich natürlich draufschreiben, was das ist. Dann will er schon mal schreiben. Es gibt doch kein Kind in meinen Augen, das nicht lesen lernen will. Das ist ein vollkommener Schwachsinn. Ich habe nur bei manchen Kindern erlebt, okay, die interessiert das gerade nicht zum Lesen. Ein kleines Mädchen gehabt, das wollte nicht und nicht lesen, bis ich ein Buch gefunden habe über Einhörner. Und die hat nicht mehr aufgehört. Das heißt, ich muss wiederum nur etwas finden, was dieses Kind begeistert. Und das ist die Hauptaufgabe in Zukunft. Wie begeistern wir die? Oder wie killen wir eigentlich nur diese Begeisterung nicht ab? Weil die kleinen Kinder, die wollen ja, die sind ja begeistert, die wollen lernen und wissen und warum geht das und wie ist das, ich mag das auch können. Und das müssen wir erhalten und fördern. Das wäre meiner Meinung nach der optimale Weg. Das Video ist wahrscheinlich ein bisschen lang, aber das ist einmal die grobe Grundstruktur. Also wie gesagt, der erste Schritt ist Schule der Zukunft mit diesen 1 bis 2 Stunden Lernen am Tag, restliche Zeit, Dinge, die wir fürs Leben brauchen. Und wenn wir dann die Systematiken da draußen oder wenn ein Umbruch nochmal stattfindet, und wir freie Wahl haben, wie wir Schulen kreieren können, dann schauen wir, dass wir sie optimal für die Kinder hingestalten. Lebendige Schulen, Schulen des Lebens, die sich jedes Jahr an sich selbst verbessern und an sich selber wachsen. Das wäre meine Vision. Der zweite Teil der Schule habe ich noch nicht umgesetzt, das ist richtig. Ich habe nur Teilschritte davon probieren können bis jetzt, aber dann würde ich noch keine gesamte Schule so gründen können. Aber ich bin guter Dinge, dass das in Zukunft so passieren wird. Ich glaube, du hast jetzt wahrscheinlich viele Fragen im Kopf. Ich werde nochmal drunter verlinken den Vortrag von mir, wenn du den noch nicht gesehen hast. Da wird dir dann sehr viel mehr klar, was ich meine mit Techniken zum Lernen, warum das dann so schnell gehen kann. Und ich bin so, ich sag mal, positiv gestimmt für die Zukunft, weil ich weiß sicher sehr viele Methoden und Möglichkeiten noch nicht. Und wie gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, glaube ich, ein Schulsystem hinzustellen, das perfekt ist. Es gilt als Erwachsener oder mit anderen Erwachsenen und erfahrenen Menschen ein gutes Fundament zu errichten, auf der die Schule selbst auf Basis der Kinder wachsen kann und zu ihrem eigenen Optimum heranreifen kann.
Und das kann in jeder Region was anderes sein. Ich glaube, dass die Grunddinge immer gleich sein werden, aber in der Region wird dann vielleicht das Thema Natur, weil die sehr viel draußen sind, noch stärker im Fokus sein und bei den anderen, okay, wie können wir die Städte verbessern oder was können wir in der Infrastruktur machen. Da wird es eigene Schwerpunkte geben. Aber es soll ja in die Richtung Eigenverantwortung gehen. Also soll jede Schule gemeinsam mit den Schülern, gemeinsam mit den Eltern das für die Zukunft entscheiden. Das sind so meine Grundgedanken dazu. Da wird es immer wieder mal neue Gedanken geben, neue Erkenntnisse. Ich hoffe, du findest die Vision auch schön. Und ich glaube, wenn wir die Schulen und das Mindset und die Ängste und die Vorstellungen und so von den Kindern ändern, dann ändern wir die Zukunft. Ich hoffe, du siehst das genauso. Alles Gute.